So Leute, willkommen mal wieder zu einem Unboxing und zwar zum zweiten, da ist die Kamera, zum zweiten auf diesem Kanal, nach der Limited Edition von Zelda Breath of the Wild geht's heute an eine Limited Edition, wie man sieht. Da steht's von Fire Emblem Echoes, Shadows of Valentia. Ich musste kurz überlegen, in welcher Reihenfolge dieser Titel gehört. Ja, das Remake von Fire Emblem Gaiden, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht ganz so sehr in der Fire Emblem-Szene drin. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwas sage zu der Version oder zu dem Spiel und es stimmt nicht so ganz, dann hoffe ich, könnt ihr das entschuldigen. Ich hoffe, die Belichtung passt ganz nebenbei. Ich muss ein bisschen improvisieren. Aber okay, so wie immer. Kennt man ja. Kein professionelles Studio hier. Jetzt wollen wir aber gar nicht lange reden, sondern direkt schauen, was sich in dieser Box alles so drin befindet. Hier sehen wir nämlich vorhin schon alles mit drauf: die beiden Hauptcharaktere Alm und Celica, glaube ich. Und ein paar Charaktere im Hintergrund mit schönen Artworks, alles schön gut, ist ab 12 Jahren freigegeben. Und drin in der Box haben wir natürlich das Spiel. Ich weiß gar nicht, wie genau man das sieht. Ich denke schon, das Spiel, das Wendecover, im Hintergrund staubsaugt irgendwie. Ich hoffe, das hört man nicht. Eine Soundtrack-CD, ein Artbook, zwei Amiibos von den beiden Charakteren hier sowie drei Pins. Was ganz cool ist. Heißt ein sehr, sehr großer Umfang und ich würde sagen, wir schauen uns erstmal ganz kurz die Verpackung von außen an. Was haben wir auf der anderen Seite? Also von Großtitel an der Seite, mehr Artworks und Titel und das, was drin ist. Das steht da. Hinten mehr Artworks. Ich muss schauen, wie ich es hinschiebe, dass man das ungefähr erkennen kann. Mehr Artworks mit Bildern aus dem Spiel. Ich lese das jetzt nicht vor, was da steht. Wieder zwei Figuren. Bild, Bild, Bild. Das ist die Map. Das ist cool. In-game, ein Kampf. Keine Ahnung, irgendeine Truhe, glaube ich. Und wieder Zeug, das drin ist. Und hier haben wir mehr Stuff an Artworks, das man nicht sieht, weil ich schon wieder zu hoch ziehe. Beziehungsweise weil die Verpackung irgendwie länger ist. Egal. Unten haben wir. Nicht. Oben haben wir nochmal Logo mit Limited Edition. Gut. So viel dazu. Das ist das Spiel. Beziehungsweise das ist die Verpackung. Schauen wir mal rein, was da drin alles so drin ist. Ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass man es wieder gut ziehen kann. Plups. Da haben wir oben als allererstes mal die Pins. Dann, wie machen wir das jetzt am besten? Erst Zeug rausholen und anschauen. Wir machen es Step by Step. So, wir schieben kurz zur Seite. Haben oben die Pins. Kamerasuche. Das müsste schon richtig sein, ne? Die Fire Emblem Echoes Pins. Ah. Ich muss mich hier einmal quer über den Tisch strecken, weil ich den Zoom irgendwie scheiße gemacht habe. So, und da drin haben wir. Ich bin ein Genie. Ich kann das super gut. Die drei Pins. Ich habe keine Ahnung, was für Pins es sind. Das sind Pins. Die sind cool. Ich glaube, es ist Alm, Celica und ein dritter, der mir gerade nichts sagt. Da müsste ich kurz nachschauen. Marv. Also, ich glaube, das ist Alm. Alm. Celica, Marv, aber ich bin mir nicht sicher, vor allem bei dem nicht. Okay, coole Pins, kann man ja mal rausholen, wobei, nee. Ich drück das nur ein, lassen wir es mal lieber. Ich stelle die jetzt einfach mal, dahin. Gucken wir weiter rein. Beziehungsweise ich schieb's erstmal zur Seite, ich stell's nachher dahin. Wir gucken weiter rein. So, ihr seht, es ist immer noch nicht Routine geworden mit den Unboxings, aber ich gebe mein Bestes. Ich versuche alles zu zeigen, gehst du mal da weg. Kann er das da rausholen im Ganzen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, man sollte das rausholen können. Man sollte. Betonung, das sollte. Ah, so. Holen wir mal den ganzen Spaß in ein Stück hier raus. Da fiel etwas zu Boden. Und noch was. Was ist runtergefallen? Das war der Soundtrack. Ha! Okay, unfreiwillig. Aber zuerst. Das Spiel. Das war jetzt nicht Absicht, aber okay. Spiel. Das ist das eigentliche Spiel. Da gucken wir jetzt auch mal. Gleich fix rein. Da steht irgendwas mit Großbuchstaben, die irgendwas ergeben vielleicht. Keine Ahnung. Wir werden es nie erfahren. Oder auch doch. Jedenfalls, ich öffne jetzt mal hier das gute Stück. Plastik ist... So. Spiel ist mehr oder weniger fast unboxed. Wenn ich es jetzt auch gut in die Kamera gehalten bekomme, ist cool. So. Das ist das Spiel. Ich kann nichts lesen, weil die Kamera auf dem Kopf ist, aber okay. Das ist das Spiel. Da steht drauf, Fire Emblem Echoes Shadows of Valentia. Wer hätte das erwartet? Hey, die Sonne kommt durch. Schön. Also, das ist das Cover, was normal ist. Und wir haben auch noch das Wendecover. Das ist das Originalcover von Fire Emblem Gaiden, glaube ich. Ich weiß nicht, ob 1:1.
Das ist echt schwierig, wenn man spiegelverkehrt denken muss. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Das ist echt anstrengend. Ja, das ist Wendecover. Nachdem der Soundtrack gerade am Boden liegt, wo ich nicht ankomme, kümmern wir uns darum. In dem Ding hier sollten, wenn ich mich nicht ganz täusche, zwei Amiibos sein. Und zwar ein Celica Amiibo und da war da unten drin der Alm Amiibo. Also die beiden Amiibos, die dabei liegen. Ich weiß gar nicht, ob es dazu DLCs dann gibt im Spiel. Ich verdecke Celicas Gesicht. I'm so sorry. Aber das ist da auf jeden Fall drin. Das ist ziemlich cool. Ich muss sagen, die Limited Edition ist allgemein ziemlich umfangreich, weil da echt eine Menge Stuff drin ist. Muss man überlegen, die Amiibos alleine kosten ja schon 15 Euro normalerweise. So, das Ding ist leer. Das heißt, es kann weg. Und dann kommen wir zum Artbook, weil der Soundtrack liegt immer noch auf dem Boden. Den hebe ich dann gleich auf. So, das Artbook. Dong. Erstmal gegen die Kamera hauen. So ist professionell. Wieder in einer wunderschönen Plastikfolie und einem wunderbaren roten Design. Und jetzt muss ich das hier wieder mal aufbekommen. Das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache, wenn man keine Fingernägel hat, keine langen, dann macht es ein bisschen schwierig. Aber es geht. Es ist machbar. Wenn es denn, sagte er und scheitert an der Plastikfolie. Tschüss, Plastikfolie. Hallo, Artbook. Da können wir jetzt einmal kurz durchblättern. Das lege ich jetzt einfach hier hin, weil es mir das wesentlich einfacher macht, weil ich da nur blättern muss. Dann bin ich nämlich auch nicht zu doof dazu. Heißt, wir machen das jetzt einfach mal auf. Weiße Seiten ist immer gut. Mehr Fire Emblem. Sehr gut, sehr gut. Ja, und hier sehen wir dann wunderschöne Artworks. Ich blätter jetzt einfach mal durch und schaue mir das an und sag mal, was ich so denke. Und ja, Konzeptzeichnungen von Alm und ich denke von Celica gleich auch noch. Ne, erstmal von anderen. Celica ist erstmal zu unwichtig. Hier seht ihr auch Namen. Tobin. Gray. Ich habe jetzt Gary gelesen. Cliff und spuckt. Und Faye. Alles klar. Lukas, den kenne ich. Der ist cool. Den habe ich hier Fire Emblem Heroes auch. Sehr gut. Den paar Charaktere kennt man ja schon aus Fire Emblem Heroes. Weil da gibt es ja die Sets schon. Also die mit den Charakteren aus Fire Emblem Echoes. Und dementsprechend kenne ich davon schon ein paar. Zum Beispiel auch Celica und Alm und so. Daher kennt man die. Und das ist das. Was ist das genau? Charm. Oh, also es ist irgendein Anhänger oder sowas. Okay. und mehr Charakter-Artworks. Ja, die kenne ich auch schon. Davon. Ich glaube, das ist auch irgendwie ein bisschen so bei Fire Emblem Echoes, das hatte ich einen Hänger, dass man irgendwie zwei Armeen hat, dass sie sich teilweise aufteilen und dass es ein bisschen noch Dungeon-Crawling mit dabei ist. Was ganz interessant ist und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie das dann nachher aussehen wird im Spiel. Mal schauen, wann ich das anzocken werde oder ob ich vielleicht sogar mal ein bisschen im Stream anzocken werde. Oh, die sehen jetzt special aus. Ich glaube, der ist irgendwie neu. Habe ich jetzt schon mal mitbekommen oder so. Die sieht aus wie ein Drache, das ist auch immer gut. Und ja, deswegen sind die wahrscheinlich so unterteilt gewesen in die beiden Armeen oder so. Oh, ganz viele Waffen. Schwerter und Bögen und Killer Bow. Ein cooles Schwert und Lanzen und mehr Schwerter und Lanzen und... Was ist das, eine coole Axt? Devil Axe. Jo. Warum auch nicht? Ich hoffe, man sieht mich nicht die ganze Zeit, beziehungsweise mein Hinterkopf, weil ich ihn irgendwie in die Kamera reinhalten möchte oder so. Oh, das scheinen irgendwelche besonderen Gegner zu sein. Alles klar, sieht cool aus. Hui! Holy shit! Dezent viele Klassen, glaube ich. Klassenkonzeption hier sehen wir Pegasus, beziehungsweise halt Falkenritter und viele andere Sachen. Das sind die ganzen Klassen, ich sehe hier nur. Schon wieder gespuckt, doof. Wir sehen nur den Bogenritter, sehe ich hier. Den Bogenschützen, Sniper, also Scharfschützen. Ja, die kennt man alle, die ganzen Klassen. Baron. Oh, okay, ich weiß nicht, dass es so eine Klasse gibt, aber okay, warum auch nicht. Genau, mehr Artwork-Stuff von Umgebungen. Ich kann es nicht lesen, weil es alles auf dem Kopf ist. Ich hoffe, ihr seht es halbwegs gut, auch wenn die Sonne da so scheiße reinscheint. Und ich denke, das sind Autogramme. Alles klar. Damit das Buch zu Ende. Jetzt hole ich kurz die CD vom Boden wieder. Das heißt, ich schneide kurz und versuche, die Sonne wieder wegzumachen, weil die Sonne nervt. Also, nachdem ich jetzt die Sonne wieder verbannt habe, hoffentlich bis zum Ende des Videos, habe ich auch den Soundtrack mitgebracht. Hier seht ihr den Soundtrack, da steht drauf Shadows... Nee, warte, was steht da? Sound of Echoes. Ich habe Shadows gelesen, weil... Keine Ahnung, ich habe nur S gelesen, habe Shadows gedacht. Genau, das ist das Cover in einem schönen Pappschuber. Wie man auch eventuell hier an der Seite so ein bisschen sieht. Und hinten stehen die ganzen Lieder drauf. Die werde ich jetzt nicht alle vorlesen, weil das würde, glaube ich, viel zu lange dauern. Aber okay. Sieht auf jeden Fall schon mal ziemlich cool aus.
in Weiß, Grau, Schwarz, Mischung. Hat was Edles. Und jetzt darf ich hier wieder versuchen, mit meinen nicht vorhandenen Fingernägeln das Ding hier aufzumachen. Was hoffentlich besser funktioniert. Arrgh! Als das Buch gerade eben. Also, naja. Genauso gut wie das Buch, weil das Buch ging dann noch ganz gut eigentlich. Schauen wir rein. So. Und hier sehen wir. Ah, wieder ein Artwork von Alm und Celica. Das ist das, was ich so erkenne, so rum. Und nochmal das Cover vom Spiel auch mit drauf. Ist wie bei Zelda, vielleicht was hinten drin. Also, weil Zelda war, das habe ich gar nicht gezeigt beim Unboxing. Oh, noch ein. Ah, das. So. Das Artwork vom Originalguiden, also was auch das Alternativcover ist. Also in der CD bei dem Zelda-Soundtrack habe ich ganz vergessen zu zeigen, dass da noch ein Sheikah-Auge im Hintergrund war, also von dem Sheikah Slate. Weil das habe ich nicht nachgeschaut. Aber jetzt habe ich nachgeschaut, damit es diesmal auch ja nicht verpasst wird, wenn es da ist. Aber gut, das ist der Soundtrack. Und jetzt mache ich einen kurzen Cut und jetzt räume ich einfach mal das ganze Zeug wieder hin, dass wir es noch sehen können. So, und jetzt haben wir hier nochmal alles schön ausgebreitet auf dem Tisch liegen. Man muss Nintendo echt lassen, sie schaffen es jedes Mal wieder, den Tisch komplett zu füllen. Ich hatte schon die Sorge, dass das nicht alles drauf passt, beziehungsweise ich hatte schon die Sorge, dass es erst sehr leer ist und jetzt habe ich die Sorge, dass nicht alles drauf passt. Aber wunderbar, hier sehen wir nochmal die Pins hier vorne mit, ich glaube immer noch mal, Celica und Alm. Dann haben wir hier das Spiel da vorne, dann das Artbook, Valentia Artbook, habe ich vollkommen vergessen zu erwähnen. Dann Sounds of Echoes, den Soundtrack und die beiden Amiibos von Alm und Celica. Alles nochmal in einem Bild. Habe ich jetzt noch was vergessen? Mal kurz nachschauen. Nein, ich habe nichts vergessen. Alles gut, alles da. Wunderprächtig. Ja, das ist der Inhalt. Ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Ich will jetzt auch gar nicht allzu viele Worte verlieren. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was da alles so drin ist. Ich weiß, ich muss auch ein bisschen in den Unboxing erst arbeiten. Hallo, das ist meine Hand. Muss auch ein bisschen in den Unboxings arbeiten. Das werde ich tun. Es wird jetzt ab sofort immer professioneller werden. Hoffe ich mal. Das war jetzt das zweite, wenn ich wieder mal was zum Unboxen habe, was so eine Limited Edition oder sowas ist, werde ich das auch wieder gerne machen. Hier hat es sich besonders angeboten, weil da so viel Stuff drin ist, also muss ich wirklich sagen, im Vergleich zur Fire Emblem Fates Limited Edition ist da wirklich wesentlich mehr drin gefühlt, weil es einfach so viel Kleinscheiß nebenbei noch war. Klar, bei Fates war dann noch ein Steelbook dabei, ein kleines Artbook und ein Poster und alle Spiele in einem. Klar, es war auch gut, aber das hat irgendwie, da ist der Merch mehr drumherum. Also ein Soundtrack, ein Artbook, Amiibos und Pins, das finde ich schon ziemlich cool. Ist, glaube ich, für jeden was dabei, wenn man so will. Und auch alles ziemlich wertig. Vor allem das Buch ist wieder mal sehr wertig. Man muss mal eigentlich Nintendo immer lassen, da machen immer sehr wertige Artbooks. Aber okay. Gut, da möchte ich gar nicht länger aufhalten. Ich lasse euch das jetzt einfach mal so eingeblendet. Wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Danke fürs Reinschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr Fire Emblem spielen wollt oder spielt, wünsche ich euch viel Spaß beim Spielen. Ich werde jetzt zocken.